Hallo ihr Lieben, ich fange jetzt einfach an. Hallo, guten Tag, willkommen zu einem neuen Video von mir, Buster, dem Wurmfritzen. Meine Laune ist heute wie die Sonne nicht vorhanden. Das wird spannend. Also, um es kurz zusammenzufassen, um die Liebe wieder ins Haus zurückzubringen. Komm mir jetzt nicht mit, Liebe. Ich kusche mich ja immer an und es wird irgendwie nicht erwidert, ich weiß auch nicht warum. Also, ich habe jetzt dreimal hintereinander gewonnen. Damit bin ich einigermaßen glücklich, weil ich habe ja davor, lass mich ausreden, nee, davor habe ich ja immer verloren. Immer. Will ich auch heute. Bis auf das eine Mal, wo die Kamera nicht lief. Nee. Heute möchte ich einfach, dass Jenny... Und damit wir die Leute nicht weiter nerven, wollte ich einfach nur nett sagen, dass ich sowohl dir als auch Jenny heute den Sieg sehr gönne. Nett ist ja auch die Schwester von Scheiße. Ich gönne mir den Sieg heute nicht, ich möchte heute, dass Jenny gewinnt. Deswegen werde ich mit Absicht falsche Antworten geben. Das stimmt doch gar nicht. Doch, wirklich. Wirklich wahr. Guck mal. Das könntest du doch gar nicht. Ist sie jetzt eingefroren oder was ist da los? Wir müssen übergeben, nicht uns, sondern an unsere Quizmausterin. Mausterin! Jenny! Hallo! Habt ihr euch wieder lieb? Schlechter Verlierer. Ich bin schlechter Verlierer. Gut, okay. Das werden wir heute ändern, denn wenigstens einer von euch wird heute Sieger der Herzen sein. Denn ich habe wieder fulminante Fragen vorbereitet. Wisst ihr? Ich habe ja eigentlich auch die ganze Woche sonst so nichts zu tun. Deshalb bin ich immer nur dabei auf der Suche nach neuen Fragen und durchforste das Internet noch und nöcher. Und deshalb habe ich da mal was vorbereitet. Nein, B ist falsch. Ich habe etwas vorbereitet. Kleinen Moment. Heute gibt es nämlich nur... Eine 1 Million Euro Frage! Für jede richtige? Aber die Million bleibt bei mir natürlich, ist klar, ne? Mal gucken, wie meine Quote ist, wenn ich heute einfach jedes Mal mit C antworte. Ja, mach das doch mal. Man wird dich zwar nicht mehr ernst nehmen, aber... Also es ist nicht 1 Million Euro Fragen, keine wirklich 100%igen 1 Million Euro Fragen, aber für mich sind sie alle 1 Million Euro wert. Gut. Okay. So, Miesmuschel, bist du bereit? Holger, sie hat gefragt, ob du bereit bist. Okay, also, wir sind im Tierreich heute, das zuerst. Was machen Kleinlibellemännchen, um ihre Konkurrenten auszustechen, um das Weibchen zu begatten? A. Sie beißen im Flug die Flügel anderer Männchen ab. B. Sie entfernen das Sperma anderer Männchen. Oder C. Sie bespritzen andere Männchen mit einem Sekret. A, B oder C? 3, 2, 1 und bitte! Es ist B. Ja, habe ich ja auch gesagt. Steht hier, habe ich ganz klein in schwarz. Ganz klein in schwarz. Habe ich ein B in das C reingemacht, damit die Antwort auch richtig ist. Ich habe gewonnen. Also, das ist jetzt... Ich hätte es dir wirklich gegönnt, aber das Problem ist, ich wusste das. Oh, oh Gott. Ich hätte es dir gegönnt, aber das Problem ist, ich wusste das. Und du leider nicht, Schatz. Ich krieg die Krise, ey. Ich finde es ja cool, wenn ihr auch Sachen wirklich wisst, so. Weil ich kann ja nicht wissen, ob ihr es wisst. Das ist richtig. Holger, das ist ja auch erst das zweite Mal, ne, dass ich was wusste. Ja, genau. Weißt du denn auch, wie? Also weißt du denn, wie das passiert? Nee, aber ich habe das irgendwann mal in so einer Dokumentation gesehen. Ich gucke immer viel in der Ja, das ist ja, also, das ist wieder gefährliches Halbwissen hier, ne? Das Männchen der kleinen Libelle hat am Penis eine Art Löffel. Und mit dem schöpft es das Sperma des vorherigen Männchens raus aus dem Weibchen. Und dann gebe ihm. Also, ich finde das eine total interessante Frage und Antwort. Okay, Frage Nummer 2. Wer oder was ist Walla Walla? A. Der spöttische Spitzname des Feldherrn von Wallenstein. B. Eine Strophe aus dem Zauberlehrling von Goethe. Oder C, amerikanische Synchronsprechersprache. Boah, da habe ich jetzt aber einen Zungenbrecher mir selber aufgeschrieben. 3, 2,
1. Und bitte. Leider falsch. Es ist C. Ich hatte es als erstes gesagt. Du wolltest doch sowieso nur mit C antworten die ganze Zeit. Ja, ja, und ich habe auch tatsächlich in dem Moment gedacht, das könnte wirklich jetzt mal hinhauen. Und dann dachte ich mir, nee. Und dann habe ich jetzt, denke ich gerade, ich bin noch beschissen. Ich bin noch so beknackt gerade. Also wirklich. Oh. Möchtest du weg? Nee. Dann erkläre ich das mal wieder kurz. Ich erkläre das wieder kurz. Also in Filmen sind ja oft Hintergrundgeräusche, die man irgendwie auch synchronisieren muss. Zum Beispiel eine Partyszene im Restaurant, wo Menschen auch Gespräche führen, die aber nicht ablenken sollen von der Hauptszene. Wenn jetzt hier Richard Gere mit, hier, wie heißt sie noch? Cindy Lauper da. Nee, wie heißt sie noch? Julia Roberts. Genau, wenn die denn da im Restaurant Muscheln essen. So. Und dann werden halt im Synchronstudio Menschen praktisch dafür bestellt, die dann halt die Hintergrundgeräusche machen. Und da sagen die nur sowas wie walla 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 walla. Weil das hört sich dann an wie Gemurmel. Und jetzt kommt's, im Deutschen übrigens gibt es das auch. Und da sagen die rababa 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 rababa. Ja. Sehr geile Frage. Geil, oder? Geile Frage. Ja. Leider haben wir keinen Punkt geholt, aber ja. Der Punkt geht an dich, Jenny, ne? Na, danke. Wuhu. So, seid ihr bereit für Frage 3? Ja. Nächste Millionenfrage, bitte. Auf jeden Fall. Jetzt wird C richtig sein. So, diese Frage ist ganz nach eurem Geschmack. Mehr als 30 Jahre lang liehen Wayne Allwine und Russi Taylor den berühmtesten Mäusen der Welt ihre Stimmen. Was war das Besondere daran? A. Sie waren Nichte und Neffen von Walt Disney. B. Sie waren miteinander verheiratet. Oder C. Sie haben den Job in einem Preisausschreiben gewonnen. A, B oder C? Und eure Antwort bitte jetzt. Ja, richtig! Wuhu! Die Ehre ist gerettet. Ja, gerade weil es auch eine Disney-Frage war. War eine gute Frage. Ich kann noch dazu sagen, der Wayne Allwine, der starb bereits 2009. Und Russi im Jahre 2000, also die, ich weiß nicht, ob sie Russi oder Russi genannt wird, wurde im Jahr 2019. Und die haben beide über 100 Sprechrollen für Disney-Produktionen gesprochen. Toll. Richtig cool. Okay, dann bleiben wir bei Disney, weil ich weiß, das ist ja auch euer Steckenpferd so ein bisschen. Frage 4. Der Disney-Film-Hit Frozen und dessen Titelsong Let It Go wurde A. ursprünglich von Anna gesungen, B. nur an einem Tag geschrieben oder C. sollte eigentlich erst in Teil 2 auftreten. A, B oder C. Und los. Voll gut. Wie ist denn der Punktestand? 3-2. Das heißt, die Scherzfrage ist jetzt meine Chance, Gleichstand zu. Das ist richtig. Oder? Ach, Holger, bitte. Mein bitte, vierter bitte. Sieg, also quasi der Monat voll. Ja, dann habe ich aber gleich die Schnauze voll. Ja, Basti, aber ich wollte mal sagen, deine Strategie, immer C zu sagen, hat ja geklappt. Nicht. Wenn man es weiß, dann weiß man es auch einfach. Ne? Gut, Jungs, die Schätzfrage, die heutige, ist auch aus dem Tierreich. Und zwar möchte ich wissen, wie alt
ist die älteste noch lebende Schildkröte der Welt? Das weiß ich. Das weiß ich. Das weiß ich. Das weiß ich. Wieso weißt du das? Ich glaube. Ah, scheiße, habe ich jetzt einen Fehler gemacht? Weißt du, erst großkotzig sagen, ja, ich weiß das, ich weiß das. Und dann, ich ruder nochmal zurück. Okay, ich hab's auch. Geht los? Ja, dann bitte gerne eure Antworten in die Kamera halten. Und zwar jetzt. 3, 2, 1. 128? 162 Jahre alt. Nein. Aber Basti ist trotzdem näher dran. Basti hat gewonnen. Sie ist 189 Jahre alt. Geboren 1832 geboren auf den Seychellen und sie heißt Jonathan oder Jonathan, weil britisch und so. Und mittlerweile habe, das ist ein das jüngste oder älteste, nee, jüngst, das jüngste Posting davon ist von 2020 und mittlerweile habe Jonathan Geruchssinn und Sehkraft verloren, aber er könnte hervorragend hören. Das ist krass. Wo habe ich da? Hat Hagenbeck, ein deutscher Zoo hat, glaube ich, eine Schildkröte, die 162 Jahre alt ist. Da, die Dokumentation haben wir sogar zusammengeguckt. Ja, da war ich deswegen, aber habe mich falsch erinnert. Aber gut, egal. Und da war ich so 162. Jetzt kommt dann die Stichfrage. Die Stichfrage um den Sieg. Wie lange muss ein Straußenei kochen, bis es hart ist? Schulter an Schulter, bitte. Okay. So. Ich wiederhole die Frage noch einmal. Wie lange muss ein Straußenei kochen, bis es hart ist? Bitte eure Antworten jetzt. 3, 2, 1. 7 Minuten. Nein. Ein Hühnerei muss 7 Minuten kochen, dass es hart wird. Ich sage, es sind 42 Minuten und denke, dass ein Hühnerei, dass ein Straußenei 6 bis 7 Mal so groß ist wie ein Hühnerei und das mal 6 oder 7. 42 Minuten. Also Basti ist näher dran. Es sind 40 Minuten. Wow, das ist nah dran. Mit Eiern kenne ich mich aus. Komm, herzlichen Glückwunsch, du darfst mir die Taschentücher überreichen. Nee, ich bin heute fair. Ich werde in Respekt und Demut meinen bisherigen Sieg feiern. Kurze Frage, jetzt ohne dass es irgendwie scheiße sein soll, wie bist du auf 7 Minuten gekommen? Ach, ich habe einfach überlegt, dass der Inhalt im Prinzip ja gleich ist und dass es unterm Strich keine Rolle spielt, wie groß es ist und deswegen habe ich einfach 7 Minuten. Witzig, ich war auf demselben Gedanken, tatsächlich hätte ich fast den gleichen Gedanken fortgeführt, bis ich aber dachte, so Moment mal, von der Dicke her, das Hühnereis, ne? Ja, ja. Weil der Kern vom Straußenei, das dauert ja viel länger, bis es da hart wird. So. Ja, das stimmt auch. Aber das ist so nach, das Ei selbst ist ja auch viel dicker, ne? Die Schale, ne? Ja. Ja. Nun gut. Boah, krass. Also habe ich gar nicht so schlecht gelegen mit dem Schätzen. Also tatsächlich, cool. Freue ich mich, dass ich das so... Die Laune ist schon mal wieder 20% höher bei Basti. Ja. Nee, noch lange. Also ich mag ja am allerliebsten esse ich ja weiche Eier. So weiß muss hart sein, gelb muss flüssig sein. Gelb muss, Jenny, mein und Gott, wie ja, ähnlich können wir haben hier zu Hause ja, wir haben hier zu Hause ja ein Gerät, dessen Namen wir nicht nennen wollen. Und da braucht das perfekte Jenny-Ei sozusagen 11 Minuten. Das finde ich auch ganz toll. Ach. Aber es liegt ja nicht im Wasser. Das darf man nicht vergessen. Mhm. Es liegt nicht im Wasser. Ja. Jutti! Leute! Ich habe eine schöne Frage. Jetzt kommt deine Chance, Jenny. Gut, okay. Gib mir Mühe. Ich muss ja sagen, alleine gegen dich jetzt schon gewonnen zu haben, reicht mir schon. Ja. Ich bin dankbar, ja. Ich bin dankbar. Ich habe ja gesagt, dass ich heute entspannt bin. Und ja, innerlich kochst du. Ich höre es doch. Nein! Nein! So. Welches außergewöhnliche Hobby? Ich muss dir die Frage stellen. Warum das denn?
weil ich doch bin doch der. Ich denke mir die doch aus, die Scheiße, also kann ich es auch schneiden. Nein, da haben wir beide gestern dran gesessen. So, zeig mal. Welche du kannst meine Schrift doch gar nicht lesen. Doch. Welches. Jenny, bist du bereit? Ja, ich bin sehr bereit. Bitte lies vor. Welches außergewöhnliche Hobby hat der Devisenmanager? Welches außergewöhnliche Hobby hat der Devisenmanager David Naylor aus England? A. Weltrekord in Pudding-Weitwurf. B. Landesmeister in Hotdog-Wettessen. C. Er sammelt Fingernägel von Promis. Also Pudding ist es nicht. Nein, Pudding ist es nicht. Also es könnte nur Hotdog oder diese Nagelmanie sein. Wie heißt der? Ist das wichtig? David Naylor. Nail wie Nagel. Wie heißt der? Ich sag Hotdog. Willst du noch mal wissen, was er vom Beruf ist? Nein, Devisenmanager oder sowas. Das ist richtig. Er managt Devisen. Dann loggen wir Hotdog ein. Ja, bitte. Und es ist falsch. Oh, es sind echt die Fußnägel und Fingernägel? Nein, es ist das, was du als allererstes ausgeschlossen hast, der Weltrekord im Pudding-Weitwurf. Und das Geile ist, wir haben uns die Antworten ausgedacht bis auf den Pudding-Weitwurf. Und wie immer. Die Idee mit den Fingernägeln von Promis, die kam von mir. Ja. Ja, ich fand das so... eklig. Es ging um aber künstliche Fingernägel. Aber wenn jemand meine Fingernägel ne? haben will, die sind teuer. Es ging nicht um künstliche Fingernägel. Ja! Es gibt Leute, die sammeln sogar Haare von Promis. What? Hat es wieder getan, ne? Ich hab heute gewonnen. Hallo Leute! Nein. Ich muss ein bisschen ruhig bleiben. Komm, bewirf mich mit Taschentüchern. Innerlich freue ich mich riesig. Ich habe auch das Gefühl, dass ich heute meinen Durchbruch habe. Wenn das so vom Gefühl her weitergeht, ist ein blinder Durchbruch. Ich freue mich einfach. Aber ich freue mich nicht, dass ich gegen Jenny gewonnen habe, weil die kann ja gar nichts dafür, dass ich so schlecht im Verlieren bin. Da kann sie ja nichts für. Also Mensch, ärgere dich nicht, werden wir nie zusammenspielen. Ich möchte noch mal was sagen. Wenn wir uns eines Tages wiedersehen, live meine ich jetzt, live, also nicht live von Kamera live, sondern wenn wir Körperkontakt haben dürfen, dann artet es kurz aus, weiß ich. Aber wenn wir dann mal zu dritt ein Quiz machen, Das wäre fantastisch. Und dann weißt du auch einfach, dann ist Verlieren auch super. Das ist auch sehr geil. Das können wir dann mit verschiedenen Kameras Perspektiven machen. Und dann, das wird richtig geil. Da freue ich mich drauf. Das ist eine schöne Idee. Ihr Lieben. Irgendwann wird es das geben, ne? Bis dahin haben wir noch eine andere schöne Idee. Teilt diese Videos, die wir hier machen. Liked sie, kommentiert sie. Das ist unser Applaus, den ihr uns geben könnt. Like die Videos, kommentiert die Videos, teilt sie. Aber Jenny wird euch jetzt zum Abschluss nochmal genau sagen, worauf es auch noch ankommt. Und wir verabschieden uns schon mal und geben das letzte Wort an Jenny. Liebe Jenny, Tschüssikowski, bis zum nächsten Manski. Ja, ja, tschüss Jungs. Das war wieder wundervoll mit euch. Und liebe Zuschauer, ich habe da noch was vorbereitet. Kleinen Moment, geht ganz schnell. Damit ihr das wisst, ne, die ganzen ständigen Anfragen, ich muss es ja auch endlich mal beantworten. So läuft's. Und bitte betätigt trotzdem das Glöckchen und abonniert uns. Tschüss, ihr Süßen. Tschüss. Tschüss.